Wenn wir jetzt das Level schaffen, dann bin ich ja zufrieden. So, Lady, komm her. Weißt du, wie es ist. So, und die Zeit müssen wir nutzen. Hopp, an den Hebel. Hopp! Steig nicht ab, hopp. So. Wenn wir jetzt Glück haben. Ja. Na toll. Na toll! Ach komm! Beschiss ist das, ey. Das ist doch echt Beschiss, ey, Leute, Mann. Jetzt haben wir den scheiß Hebel bewegt. Das Ding geht natürlich nicht auf. Nein! Warum auch? Arschloch geben. So, das Ganze halt nochmal. Ich weiß, bringt nichts. Ja, du hast mich zum Fressen gern. Ja, du hast mich zum Fressen gern. Ja, du hast mich zum Fressen gern. Hey, hey, hey. Ah, das war knapp. Warte mal, wenn ich Glück habe. Ja. Zack. Komm da rein. Oh. Blöde Kuh. So. Ja, du hast mich zum Fressen gern. Ja, du hast mich zum Fressen gern. Blöde. Nein, nicht da entlang. Mann. Ich überlege gerade, ob. So. Runter mit uns. So, einmal hier. Na ja, komm! Nein! Ach nee. Oh, langsam hasse ich die Dame. Ich wollte es nochmal anmerken. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, aber die Frau. Oh, naja. Die Frau mag mich nicht. Ich mag sie auch nicht. Sie auf Gegenseitigkeit. So, was ist der Hebel? Kommen wir jetzt so rum? Hoffe ich doch mal. Dann machen wir schnell nach. So. Nein. Nein, nein, nein. Folgt mir doch, Lady. Oh mein Gott, ey, sieht die hässlich aus. Sieht aber teilweise aus wie die Alma vom Gesicht her, auf jeden Fall. Komm her. Wow, 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 wow. Warten, das ist gemein. Sowas ist echt gemein, ey. Sowas geht mal gar nicht so. Ich könnte ja mal was ausprobieren, warte mal. Ah, nee. Falsche Taste. Nochmal falsche Taste! 3. Wie wär's denn mit. Ja. Über den Zubas schmecken. Freut mich, dass es zumindest schon mal geklappt hat. Okay. Warte mal, wir können dich natürlich auch. Ja, verbrennen. Baby, brenn mal schön. So. So, die Tür. Jetzt müssen wir wieder warten. Oder wie? Oder was? Oder wo? Ich sehe nämlich hier jetzt kein. Oh. Ganz tolle. Ganz tolle. Ganz tolle. Ganz tolle. Ganz tolle. Ganz tolle. Ja, komm schon. Nein! Ah, komm, komm. Ja! 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 Hopp, lauf, lauf, lauf! Oh, Gott sei Dank, ey. Puh. Ah! Nee, 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 nee. Ey, jetzt nicht so, ey. Hallo?
Ja, komm! Game over! Ist ja widerlich. Puh, Gott sei Dank, ey. Jetzt können wir mal durchatmen. Wow. Für wen hältst du dich? Ich weiß, wer du bist, Sebastian. Ich weiß, wonach du dich sehnst, was du fürchtest. Wirst du leben können mit dem, was ich dich tun lassen werde? Joseph konnte es nicht. Dass sie dich mit reingezogen haben. Wie auch immer, du gehörst mir und ich werde dich benutzen. Okay, gut, dass wir darüber mal geredet haben. Was hat er jetzt damit gemeint? Ja, ist ja auch egal, was der damit gemeint hat. Schon wieder hier. What the fuck? Nein, Moment, das Haus sieht anders aus. Das Haus sieht definitiv anders aus, weil erstens der Raum hier. Kartenfragment 20, okay. Das ist doch schon mal was. Aber unser Safe-Punkt ist weg. Da ist auch eine Tür. Die wir aber nicht rein können. Okay, ich kapiere. Wir sind zwar im selben Haus, aber wir können nicht in die Räume rein. Und da war unser Safe-Punkt. Hier. Beim ersten Mal, wo wir hier im Haus drin waren. Und da hätten wir jetzt abspeichern können. Das hätte ich jetzt auch gerne gemacht. Aber die Tür ist offen, die wir aufgemacht haben. Vielleicht müssen wir da auch wieder rein. Okay. Ist alles so, wie es vorhin war, oder? Oder sehe ich da jetzt was falsch? Okay, die Puppe ist auch wieder da. Aber da ging doch was runter oder so, glaube ich, da beim letzten Mal. Da ist das Blut. Das hört sich ja gar nicht gut an. Doc, was zur Hölle soll das werden? Ein Versuch, uns zu retten. Wirklich? Es sieht eher so aus, als würden sie ein weiteres Monster erschaffen. Ich habe für sowas keine Zeit, Detective. Ich auch nicht. Leslie war schon einmal hier und kam zurück. Er hat die Verbindung mit Ruvik überlebt. Und zwar als einziger, soweit ich weiß. Wundervoll.
Und was hat das mit all dem hier zu tun? Es ist unser Weg raus, Detective. Unser einziger Weg zurück. Dieses Geräusch! Nein, es funktioniert. Gott sei Dank, es funktioniert. Leslie, alles okay? Es sollte doch. Warum hat es nicht? Oh Gott. Das ist es. Deshalb. Doktor, weg! Er will dasselbe wie wir. Er will raus. Alter Schwede, was für ein Höllentrip. Was war denn das jetzt? Aber nach meiner Meinung ist der... Naja, dieser Feuerwehrmann... Feuerwehrmann, wie komme ich jetzt auf Feuerwehrmann? Der Professor ein bisschen durchgeknallt, nach meiner Meinung, echt. Sowas durchgeknallt, das gibt's doch gar nicht. Aber wir können hier speichern. Wenn ich das so höre. Hallo? Hey. Ich weiß, dass du da draußen bist. Hör mir zu, verdammt! Was? Was du von mir wollen? Ich gehe jetzt erstmal speichern. Für eine Scheiße war das jetzt? Hä? Warte mal, ich war doch grad... Hä? Pass auf, wenn ihr jetzt wieder dahin geht, dann taucht die Krankenschwester wahrscheinlich wieder auf aus irgendwo, irgendwelcher Richtung und sagt mir irgendwas. Ruvik ist jetzt wohl ziemlich sauer. Ein Stem-Terminal zerstören? Hätte nicht gedacht, dass er so weit geht. Hä? Stem? Er muss dicht dran sein, wenn er die Verbindung zur Vergangenheit kappt. Alles, was ihm bleibt, ist die Verbindung zum gegenwärtigen, ursprünglichen Stem in der Klinik. Klinik? Beacon-Nervenklinik? Dort wird er sein. Er wartet auf ihn. Wenn ihm nicht jemand zuvorkommt, kommt niemand jemals wieder hier raus. Okay. Ich blick zwar immer noch nicht durch, was hier so... An ihnen haftet der Geruch von Blut. Was schockt mich doch nicht immer so. Okay, ich kapiere jetzt im Moment wirklich gar nichts mehr, liebe Freunde. Null. Moment. Hier gibt's eine Zeitung. Unregelmäßigkeiten in Klinik. Überprüfung deckt Unregelmäßigkeit in Nervenklinik auf. Situation kompliziert als gedacht. Interne Prüfung in der Beacon Nervenklinik stellt fest, dass Patienten fehlen.
Personalchef Marcel Jimenez nennt Verwaltungsfehler als Grund. Okay. Aber so ein Zufall, dass wir gerade zu einer Nervenklinik müssen, nachdem seine Aussage hier. Truvik, ja, wir haben es ja schon festgestellt irgendwie. Truvik ist der, der wo uns gesagt hat, ich weiß, was du getan hast, bla bla, ich weiß aber nicht, was ich getan haben soll. Das ist die Schwester, das ist die Spinnenlady und ja, das andere auf dem Bild natürlich Vater und Mutter, die verunglückt sind beim Autounfall. Und hier ist auch nochmal Missing. Marcelo vermisst. Dr. Marcelo Jimenez, Personalchef der Biacon-Nervenklinik. Er wurde zuletzt in seinem Büro gesehen, wo er mehrere Telefonate führte. Ach, das ist unser Doktor. Ich glaube, der ist gestorben durch dieses komische große Monster da. Glaube ich, ist der gestorben. Jetzt kommt wieder die Frage, was ist Realität, was ist nicht Realität. Ich glaube eher dran, dass alles irgendwie nicht real hier ist. Haben wir einen Schlüssel eigentlich gefunden? Wollen wir mal kurz gucken. Wir haben auf jeden Fall ein paar Kartenfragmente gefunden hier. Ja, fehlen aber noch einige. Ich glaube, alle finden wir gar nicht. Da haben wir bestimmt einige schon verpasst. Und wir haben keinen Schlüssel, okay. An den einen kommen wir nicht ran. Ich wusste, wie wir rankommen, aber dass wir nicht rankommen. So, die Tür können wir jetzt seltsamerweise wieder mal öffnen. 4300. Ich glaube, dafür können wir nichts holen, gell? Okay, dann speichern wir einfach doch nur mal ab.